Justus, Leute, willkommen zur dritten Folge von FIFA 18 Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Und bevor wir hier wirklich in diese Folge reingehen, möchte ich immer ganz kurz mich für meinen Fehler zu entschuldigen. Und zwar ist mir, nachdem ich gestern die Folge aufgenommen habe, aufgefallen, dass die Kader nicht aktuell sind. Zum Beispiel ein Dembélé noch beim BVB war und Emre Mor auch noch. Und deshalb musste ich die Karriere dann nochmal leider von vorne anfangen. Aber wir sind vom Stand her genau an dem Tag, wo wir aufgehört haben. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir im Vorbereitungsturnier dann doch leider weitergekommen sind. Mit diesen Ergebnissen. Aber weiter als das Halbfinale wollte ich dann doch nicht. Deswegen sind wir dann, oder habe ich dann, so gut es geht, die schlechteste Mannschaft aufgestellt, die wir hatten. Und haben dann 4-1 gegen Cesena verloren. So. Im Allgemeinen habe ich auch das mit dem Jugendstab wieder gemacht. Zwar haben wir jetzt einen besseren Scout, weil wir halt mehr Geld hatten und ich dachte mir halt so, wenn ich jetzt einen besseren kaufe, dann haben wir weniger Geld, mit dem wir arbeiten können. Ich denke, das ist dann wiederum etwas fairer und ich hoffe, ihr seid mir jetzt an dieser Stelle nicht böse. Wie wir auch schon gesehen haben, spielen wir dann stattdessen auch im DFB-Pokal gegen einen etwas schwierigeren Gegner, gegen Heidenheim. Ironischerweise spielen wir zweimal hintereinander gegen Heidenheim. Ja, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse an dieser Stelle und wir gehen einfach weiter, weil, wir machen einfach weiter, auch wenn in dieser Folge wahrscheinlich wieder kein Spiel stattfinden wird, seid mir da nicht böse. Ich will einfach die Transferzeit richtig ausnutzen und, ich habe auch alle wieder hier drin, die ich, die vorgeschlagen wurden oder die ich mir selber angeguckt habe. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob der die automatisch scouten wird oder nicht. Das weiß ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Jedenfalls hoffe ich das einfach mal, dass sie das machen, denn nochmal alles selber automatisch einzustellen wäre ein bisschen blöd. Jedenfalls, ein gewisser Rollfälscher ist nicht mehr bei Getafe, sondern bei Austria Wien. Aber auch nur aus dem Grund, weil er eigentlich vereinslos ist und da gelandet ist. Lustigerweise ist er jetzt sogar billiger geworden, hat nicht mehr eine Freigabeklausel, also er wäre leistbar. Wobei man sagen muss, ich habe mir mal das Gehalt angeguckt von unserem Kader und mir ist aufgefallen, dass der Spieler, der am meisten verdient ist, Stoppelkamp mit 6.000 gerade mal, was verhältnismäßig wenig ist. Es hat mich ein bisschen gewundert. Oh, ein Murk hat eine Freigabeklausel für 1,5 Millionen, interessant. Und ja, wir haben auch Angebote bekommen, aber die habe ich logischerweise alle abgelehnt, weil wir auch in dem anderen Spielstand, den ich vorher gehabt hatte, nichts verkauft haben und auch nichts gekauft haben. Und deswegen, ja, ne, tut mir leid an dieser Stelle nochmal. Aber wir machen jetzt einfach weiter und tun so, als ob das nicht passiert ist. Und versuchen es einfach nochmal bei Eamon Barcock. Danke für die Kommentare, danke für den Kommentar, der mich darauf hingewiesen hat, dass er so ausgesprochen wird. Ich hoffe, das war richtig. Wenn nicht, dann korrigiert mich noch einmal. Und ja, im letzten Stand hat er eigentlich abgelehnt, weil er selber nicht wollte. Das hat nichts mit mir zu tun gehabt oder so. Wir versuchen es einfach noch einmal und wenn er dann nochmal ablehnen sollte, dann war es das eigentlich auch. Dann wurde mir von euch vorgeschlagen, ich soll mir Afdijay, oder wie auch immer mit denen ausspricht, ist halt auch immer so eine Sache, leihen. Wurde mir vorgeschlagen. Oder generell einfach nur der Name wurde mir vorgeschlagen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, er ist vom Gehalt jetzt zu teuer. Und ja. Ein Jahr für Barcock, denke ich, ist vollkommen okay. Da wir das Ganze schon hatten, überspringe ich das teilweise. Wir waren ja uns eigentlich auch schon einig. Ich bin der Meinung, dass das Gehalt, was wir hier zahlen dürfen, eigentlich okay ist. Ja, wir können. Ja, komm. Wir versuchen einfach mal noch ein Gegenangebot zu machen. Wie wär's mit 55, 45, fährt ihr mit einverstanden? Ja, wir sind damit einverstanden. Und damit sind dann auch die Verhandlungen mit dem Verein abgeschlossen. Die sind auf jeden Fall willig, den Jungen mal für ein Jahr wegzuleihen. Jetzt ist nur die Frage, ob auch Eamon Barcock das möchte. Weil ansonsten dasselbe passiert wie in der gestrigen Folge. Und by the way, ich habe es gestern in die Kommentare geschrieben gehabt, dass diese Folge wahrscheinlich um 15 Uhr hier kommen wird und ich eine weitere Folge heute noch raushauen werde. Und ich hoffe mal, dass da dann das erste Saisonspiel drin ist, dann gegen Dresden. Vielleicht ist da auch in dieser Folge auch das zweite Spiel drin gegen... Oh Gott, wer war das nochmal?
Es war nicht Heidenheim, es war Bochum, genau, Bochum war's. Ja, mal gucken. Jedenfalls kommt heute Abend dann noch eine Folge. Und ja, machen wir einfach mal weiter. Mir wurde natürlich noch mehr vorgeschlagen. Zum Beispiel ein gewisser Shantuga, den ich mir zurückholen soll. Ein Ofosu Aye, den ich komplett vergessen habe. Wie auch immer das möglich ist, keine Ahnung. Rechtsverteidiger war ja damals auch schon beim MSV. Fand ich auch nicht schlecht oder so. Aber das Ding ist, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo der ist. Auf jeden Fall nicht in der Liste. Und ja. Irgendwie fehlen da ein paar Spieler in der Liste, habe ich das Gefühl. Naja, wir gehen einfach mal weiter und gucken, was passiert. Und Eamon Barcock hat keinen Bock auf uns. Also müssen wir uns anderweitig umsehen. Und ich denke, ja, das wird eine schwierige Aufgabe. Transferangebot für Kevin Wolze. Und zwar kommt dieses Angebot von Greuther Fürth mit 750.000. Aber wir lassen unseren Linksverteidiger, unseren nominell besten Linksverteidiger. Und in der Realität ist der Junge auch Kapitän. Wahrscheinlich hier auch. Natürlich wird der nicht gehen. Ich meine, warum sollte er? Dann haben wir noch Paul Dardai. Ich meine, einfach mal gucken, was der für ein Rating hat. 56 ist für uns jetzt nicht interessant oder so. Deswegen gehen wir einfach mal weiter und mal gucken, was passiert. Unterhaching mit einem Angebot für Thomas Brücker. 230.000. Das ist sogar tatsächlich mehr als das, was Regensburg damals geboten hat. Die haben nämlich, wie man da unten rechts sieht, 190.000 geboten. Und da verhandeln wir doch mal. Vielleicht kriegen wir noch minimal mehr Geld. Ich weiß nicht. An sich bin ich auf jeden Fall bereit, Brücker loszuwerden. Ihn abzugeben. Anders gesagt. Ich denke 300.000. Wir können es einfach mal versuchen, auch wenn der 32 ist und sein aktueller Wert ja, ein bisschen 25.000 übersteigt. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Mir fehlt irgendwie so die Option Spielertausch. Ich hätte gern versucht, Bigalke zu holen. Aber wenn das nicht geht, können wir das ja noch anders hinregeln irgendwie. Und zwar können wir auch einfach gleich versuchen. Na gut, Angebot ist das letzte von denen. 230.000 akzeptieren, verzögern oder Gegenangebot. Ich denke, man kann ihn für dieses Geld abgeben. Und dadurch würden wir Gehalt sparen an ihm. Auch wenn ich jetzt nicht behaupten würde, dass er sehr viel verdienen würde. Wir gehen Thomas Brücke ab und er kann von mir aus nach Unterhaching gehen. Aufsteiger in der dritten Liga oder in die dritte Liga, eher gesagt. Und weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo die genau stehen, aber jedenfalls schön für die, dass das geklappt hat. Na gut, es ist aktuell echt so eine Sache. Also Trinks können wir uns nicht holen, weil der gerade gewechselt ist. Und so als Zehner, weiß ich nicht, da haben wir Besuschkow. Da könnte man vielleicht eine Leihe anstreben, aber mit 62 weiß ich nicht, ob das gut genug für uns ist. Natürlich als Backup für Janjic ist das jetzt nicht so schlecht. Aber man sollte natürlich auch schon in nach vorne gucken, vielleicht in die Zukunft oder so, sowas wie, keine Ahnung. Ich hätte irgendwie Lust auf Thomas Murk, auch wenn der wahrscheinlich viel zu teuer ist. Und außerdem, wenn man bedenkt, Rapid Wien müsste eigentlich Euroleague spielen, wenn ich richtig liege. Schwer. Ich denke, wir gehen erstmal weiter nach vorne und warten ab, was der Scout-Bericht zu Donis Avdijai sagt oder wie auch immer. Ich möchte natürlich auch wissen, wie viel Gehalt der kriegt. Interesse an Leibold. Brücker ist verkauft, wir kriegen Geld dazu. Nürnberg hat ein Angebot für 2 Millionen angenommen von Amka Pern. Oder erhalten, eher gesagt. Ich denke, das ist für uns zu teuer. Auch wenn mir der Tim vorgeschlagen wurde. Aber ich denke, wir sollten uns eher auf was anderes konzentrieren. So, da haben wir doch die zwei Scout-Berichte, auf die ich gewartet habe. Avdijai und Bigalke haben wir hier. 19.000. Oh, das wird schwer. Das wird schwer, den Jungen zu holen. Aber an sich macht eine Leihe für ihn am meisten Sinn. Für uns könnte es auch vorteilhaft sein. Wir können nebenbei mal Pascal Köpke beobachten. Sam Schreck. Auch keine schlechte Wahl. Finde ich als Laie.
Da ist Bigalke mit einer 69 der wahrscheinlich beste Spieler bei uns Haching, wenn ich richtig liege. 1,1 mehr Marktwert, der Junge hat Erfahrung. Dummerweise ist er nur zu Kölner Zeiten sehr oft verletzt gewesen. Oder sehr lang, eher gesagt. Das heißt sehr oft. Könnte man sich auf jeden Fall mal angucken, würde ich sagen. Ansonsten haben wir hier in dieser Liste wahrscheinlich. Und Bader ist auch interessant, wie ich finde. Stefaniak wäre halt auch ziemlich nice, aber vom Gehalt her eher weniger. Ich denke, wir versuchen jetzt erstmal bei den beiden mal was zu reißen. Vielleicht funktioniert ja etwas von den beiden und können uns das Ganze erstmal etwas sparen. Der Verein hat kein Interesse, diesen Spieler auszuleihen. Also ist klar, da haben wir da schon mal die erste Option weg. Das heißt, wir können es mit Bigalke versuchen. Auch wenn ich jetzt überlegen würde, ob das am meisten Sinn macht. Eigentlich müssten 1,3 oder irgendwas dazwischen mit 1,8 Millionen hinblättern. Was für einen 27-Jährigen. Weiß jetzt nicht. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ich bin mir da nicht so ganz sicher tatsächlich. Da würde ich eher das Geld woanders anlegen wahrscheinlich. Laut der Prognose von EAs Seiten aus wären wir angeblich 17. Schlüsselspieler Schnellhardt. Ja. Ist wahrscheinlich auch wichtig, was da steht. Bin mal gespannt, ob wir das da so ein bisschen unwahr machen können. Ob wir da besser abschneiden. Ich bin mir ziemlich, oder ich bin zuversichtlich darauf, dass wir nicht Letzter werden. Ziel ist ja nach wie vor der Klassenerhalt. Wobei wir mittlerweile jetzt hier mal ganz kurz reingucken müssen, dass wir hier andere Ziele haben. Beende die Saison mit einem Gewinn von 20 Millionen. Transferbudget, Gehaltsbudget 3 Millionen werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, schätze ich mal. Obwohl, mal gucken, Mittelfeldplatz belegen ist immer noch das gleiche. Da gab es ja, das habe ich mir vergessen nachzugucken. Ja, das ist auch möglich. Ein Spieler verpflichten, Mittelfeldspieler oder Stürmer. Alles klar, gut zu wissen, dass wir das haben. Es sind noch 2 Tage zum Dresden-Spiel. Bedeutet, Scout-Aufträge. Was haben wir hier so? Achso, okay, das ist das. Ja, das ist gerade so eine Sache. Ich bin am Überlegen, was ich jetzt am besten mache. Also, wen ich mir gerade am besten holen kann. Auf ZOM-Position. Auf der ZOM-Position, eher gesagt. Es ist gerade echt schwer zu entscheiden, was man sich da holt. Ich habe da einige Vorschläge bekommen. Es kann sein, dass diese Folge jetzt wieder mal sehr, sehr lang geworden ist, im Endeffekt. Einfach nur dadurch, dass ich mich nicht entscheiden kann, wen ich mir hole. Ich wäre tatsächlich dafür, dass ich mir, oder dass wir uns einen Österreicher kaufen. Zumindest könnte man es versuchen. Auch wenn das wahrscheinlich im echten Leben nicht passieren wird, weil warum sollte einer, der in der Euroleague spielt, zum Zweitligisten wechseln? Ich bin für Thomas Murk, ich weiß nicht wieso, aber er sagt mir irgendwie am meisten zu. Dadurch, dass er 22 ist, er hat eine 66, ist auf jeden Fall Zweitliganiveau an sich und da geht bestimmt noch einiges nach oben. Deswegen würde ich sagen, wir verhandeln mal mit denen. Ich möchte nicht diese Freigabeklausel zahlen, weil ich schätze mal, wir kriegen den billiger. Und Gehalt 10.000? Weiß ich nicht. Können wir versuchen zu verhandeln, auf jeden Fall. So, zunächst, welche Art von Deal? Ich denke, Spielertausch macht in diesem Fall gar keinen Sinn. Deswegen die Summe. Wir versuchen es mal mit 1 Million. Das ist über Marktwert. Es ist weniger als die Freigabeklausel und vielleicht nehmen sie es ja an, das wäre jetzt mal rein zufällig einfach mal getestet. Ich finde mittlerweile, dass die Verhandlungen hier echt entscheidend oder echt schwierig sind. Das ist ein faires Angebot für Murk, wir sind mit den Konditionen einverstanden und werden die Unterlagen vorbereiten, um den Deal abzuschließen. Hat uns sehr gefreut, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ja, so schnell kann die Verhandlung gehen. Gucken, was wir so mit dem Berater oder den Agenten da rausholen. Ich bin gespannt, ob wir hier unseren ersten Transfer holen oder verzeichnen können, eher gesagt.
Ich denke, den Text unten muss ich nicht vorlesen. Wichtige Rolle, ja, kann man so sagen. Wir sind offensiv dadurch noch flexibler. Stimme ich zu. Auch wenn der Konkurrenzkampf herrscht. Ich denke, das ist für uns keine schlechte Wahl. 1 Million hinzulegen ist jetzt auch nicht gerade so schlecht. Aktuelles Gehalt ist 5700. 500, genau. Vertragslaufzeit. Machen wir mal 3 Jahre. Ich denke, das ist, oder werden die am ehesten annehmen, als wenn ich jetzt 4 oder 5 machen würde. Weil ich schätze mal, er will diesen Verein als Sprungbrett benutzen, schätze ich mal. Ja, absolut. Sieht der Berater von Thomas Mutt genauso. So, derzeit keine Freigabeklausel. Das ist gut für uns, denn es gibt im Verein tatsächlich sehr viele Leute. Unter anderem auch einen gewissen Herrn Schnellhardt, der eine Freigabeklausel hat. Finde ich jetzt nicht so geil. Akzeptieren wir auf jeden Fall auch. Denn, ja, es ist eher so eine Option für den Spieler, um diesen Verein schneller verlassen zu können. Wenn man ganz genau nimmt. So, sie wollen 8.000 haben. Ein Einstiegsbonus von 110.000 und nach 10 Einsätzen nochmal 84.000 obendrauf. Mit den 8.000 bin ich einverstanden. Gegenangebot. Der Einstiegsbonus, den können wir mal um, ich versuche den mal bei 80 zu machen. Dann möchte ich den Bonus noch bearbeiten, denn 84.000 ist mir da auch etwas zu viel. Machen wir dann mal 65.000 draus nach 10 Spielen, ich denke, das ist besser. Und dann senden wir das Angebot ab. Wir akzeptieren 8.000, wir möchten einen Einstiegsbonus von 110.000, das ist angemessener. Also prinzipiell haben sie sich da jetzt nicht verändert. Na, ich möchte aber diese, ich möchte zumindest diesen Einstiegsbonus weghaben. Ne, 8.000 ist schon richtig. Ich möchte zumindest, wir versuchen mal 90.000 Einstiegsbonus. Und es ist ja einmalig, schätze ich mal, nach 10 Einsätzen 84.000 zu zahlen, deswegen wäre ich damit okay, einverstanden und so. Und die Antwort ist, nope, wir akzeptieren diese 90.000 nicht. Also werde ich jetzt einfach akzeptieren, weil sonst lehnen die das Ganze ab. Und wir haben unseren ersten Neuzugang. So, haben wir uns geeinigt, wir haben unseren ersten Neuzugang mit Thomas Murk, der Mann mit der 8. Aus Rapid Wien geholt. Oder von Rapid Wien geholt, eher gesagt. Und damit haben wir unseren 10er Backup. Und ja. Mal gucken, was passiert gegen Dresden. Ich bin gespannt, weil da ist ein anderer Österreicher, der mir auch sehr gut gefällt, mit Sascha Horvath. Der von Sturm Graz kam. Aber das Ganze gibt es dann in der nächsten Folge, die heute Abend um 19 Uhr oder 20 Uhr entscheiden wird. Ich weiß noch nicht so genau. Auf jeden Fall immer die Augen aufhalten. Und mit diesen Bildern, die wir hier sehen, verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.